Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haben Sie auch so viel Spaß an Schwarz-Gelb? Oh, das ist doch keine... Also bitte, haben Sie auch so viel Spaß an Schwarz-Gelb? Ja! Ja, naja, gut, okay. Was heißt da historischer Holperstart, meine Damen und Herren? Es ist so, es geht erst im Mai richtig los. Das ist doch der geschickte Schachzug. Das waren... Vorher waren das nur Kostproben der Regierungskunst. Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ich kannte immer Brandbeschleuniger. Ist vielleicht dasselbe, weiß man nicht. Wohnen wird jetzt günstiger. Also das Übernachten in Hotels wird jetzt günstiger für die Hotelbesitzer. Ja, Erben wird lukrativer. Ist das nix? Ich glaube, das mache ich. Ja, was heißt da Rekordverschuldung, meine Damen und Herren? Wir steuern die Schulden durch Abbau und senken die Steuern durch Schulden. Aus Null mach Eins und Deins wird Meins, das ist das Merkel einmal Eins. Wir können es auch anders sagen, wir können sagen, wenn der Berg optisch nach hinten verschwindet, ist das Wetter näher gekommen. Wenn das Wetter aber da ist, sehen Sie den Berg eh nicht mehr. Aber jetzt wird jetzt, Moment, jetzt als nächstes kommt ja die neue Bescheidenheit, die ist kostenlos, komplett kostenlos, weil unsere Politiker stammen ja alle aus einfachen Verhältnissen. Sie wissen ja, Merkel aus dem Osten, Pfarrerhaushalt, einfachste Verhältnisse. Westerwelle aus Bonn, ja, das ist Provinz, das ist einfachste Verhältnisse. Steinmeier aus Brakel-Sieg, das ist das westfälische Wort für Wurzelsepp. Er ist praktisch unter Tage aufgewachsen, ja. Seehofer geboren worden im Führerhaus eines Ingolstädter LKW. Gibt böse Stimmen, die sagen, er ist auch nie richtig rausgekommen. Nein, das ist alles in Ordnung, wenn nur nicht diese Hypogrupp Alpe Adria, abgekürzt HGAA. Dass ein AA-Bebe ist, weiß eigentlich jedes Kleinkind, ja. Nur die CSU hat es nicht gewusst, dann haben sie es kafft. Und da haben sie jeden Tag 9 Kilo Papier verbrannt. Kein Klopapier. Nein, Euro in großen Scheinen. 4 Millionen Euro pro Tag verbrannt über 2,5 Jahre. 3,7 Milliarden. Wenn es wenigstens einen Heizwert gehabt hätte. Aber es tut ihnen ja leid. Es tut ihnen allen so leid. Der Edmund hat auch gesagt, es ist schade. Es ist schade um den Schaden. Ja, und dann ist er wieder nach Wolfratshausen. Auch der Schüttelschorscher Georg Schmidt, der Vorsitzende, Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, will jetzt mit aufklären, wie es überhaupt dazu kam. Wie er überhaupt dazu kam, ja, dass er das genehmigen konnte. Und er sagte, das will ich jetzt wissen. Und wenn es so ist, wenn es wirklich so ist, dann darf ich nie wieder in einen Aufsichtsrat. Ja, weiter, da muss man mir die Politik verbieten. Ich bin ein Depp, holt mich hier raus. Nix, sagt der Seehofer, du bleibst und überhaupt ist die FDP dran schuld. Die FDP ist dran, ja, weil die FDP, sagt Seehofer, die haben ja das gesät, ja, dieses freie Liberale, ja, das im Grunde genommen hat der Guido den Edmund zum HGAA verführt. Es ist schlimmer, als wir dachten. Ich konnte ja den Westerwelle mit meiner Darstellung am Nockerberg über 11 Jahre in der Opposition halten. Aber ganz allein kann ich das natürlich auch nicht. Ja, Sie müssen auch ein bisschen was mittun, meine Damen und Herren. Ja? Wirklich, ist wirklich die FDP dran schuld an der Hypogrupp Alpe Adria? Sagt der Seehofer, meine Worte haben in dem Moment, wo ich sie sage, eine hintergründige Bedeutung, die ich aber keinem rate zu hinterfragen, da man sich zu diesem Zweck in mich hineinbegeben müsste. Und da wären wir ja dann zu viert. Aber zu diesem Komplex, da hatte Edmund Stoiber im Grunde genommen das gesagt, was gesagt werden muss. Edmund Stoiber hat gesagt, unsere Rohstoffe sind Geist und Krebs und Bayern ist ein rohstoffarmes Land.